Hallo miteinander, da ist der Marco Fritschi und Femo, sagen nicht Bauerlady gesucht, hallo und sön willkommen, sondern Salis trifft mit dem Gianfranco Salis. Und ich hoffe, wir sehen und hören uns in alter Fritschi. Salis trifft, die Podcast-Show mit bekannten Schweizer Persönlichkeiten. Präsentiert von Gianfranco Salis. Liebe Leute, es ist mir eine besondere Ehre, heute einen Berufskollegen am Mikrofon zu haben, oder bei Salis trifft, bei mir als Gast und Besuch zu haben. Er ist doppelt so lange dabei im Business wie ich. Willst du mich jetzt doppelt so alt machen, oder was ist dein Plan? Du bist doppelt so gut wahrscheinlich. Darum habe ich dich eingeladen in meine Sendung. Okay, gut. Auf 3+ moderierst du mit Engagement, mit Fingerspitzengefühl, Bauerledig sucht. Im Casinotheater Winterthur führst du seit Jahren einmal pro Monat durch die Frischlingsparade. Und wir kennen dich auch als Kolumnist, oder? Und ich kenne dich seit der Eröffnung vom Null-Sterne-Hotel zu Teufen. Ist es dort nicht noch huere kalt gesehen, wenn sie suchen mussten, wo der Eingang ist oder so? So ist das ist nämlich ein ziemliches Gabaret und ein Ghetto gesehen. Genau. Ich bin dort für den Anzeiger, für den Ostschweizer Anzeiger. Wer hast du dort geschrieben? Für Toxic FM bin ich mit dem Radio am Start. Ja. Und jetzt haben wir ihn erkannt, oder stimmt? Ah, ja, bei mir vielleicht, ist vielleicht auch nicht. Der Marco Fritsche, vor mir riesig. Der Sven Neppi, ah nein, das bin ja nicht. Nein, der Marco Fritsche. Du, und ich muss dir im Fall eine Korrektur machen, aber das ist auch ganz neu. Frischlingsparade habe ich, glaube ich, auch fast ein Jahr 10 gemacht im Casino Theater. Aber die gibt es nochmal. Aber es gibt jetzt etwas viel Cooleres, Neues. Patisserie. Also wie Patisserie, aber von der Patti Basler. Grossartig. Ich habe es gerade diesen Montag angeschaut, die Premiere gesehen. Das System ist ähnlich wie bei der Frischlingsparade. Es geht darum, dass man neue Künstler, Kabarettisten, Comedians, was auch immer, kennenlernt. Aber die Form ist einfach viel geiler bei der Patisserie. Also Patti Basler muss man sich eh reinziehen. Das ist eine neue, grossartige Frau, die moderiert, ein bisschen Künstlerin ist. Sie ist einfach ein bisschen ein Unikum und sie macht das super gut. Und im Casinotheater das unbedingt schauen, Patisserie. Danke für den Kommentar. Hey, ja, es ist so neu, das hast du im Fall nicht können wissen. Und vor allem, das Schlimmste ist ja, meine Homepage ist wie ein Grabstein. Also, die müsste ich dringend mal updaten. Jetzt steht, glaube ich, auch noch irgendetwas von Singen Wind drin oder so. Also, Sendungen, die ich schon seit Jahrzehnten noch mal mache, stehen immer noch da drin. Es tut mir leid, ich bin ein bisschen eine Flasche wie so Sachen. Ich müsste das schon lange mal korrigieren und updaten. Nein, wir haben hier Flasche frisch. Nein, es ist eben nicht Kühlfrisch. Sonnenwendling. Wir sind aber ganz brave und jetzt isotonisch vom Bier geniessen, aber ohne Alkohol, drum alkoholfreie Sonnenwendling. Dann tun wir uns gerade mal einen Schluckchen nehmen. Ja, genau. Machen wir. Achtung, Prost miteinander. So, also, wie startest du in den Tag mit einem Sonnenwendling? Nein, nein, nicht. Also, ich stand auf und dann laufe ich ab in die Küche. Ja, schaue noch, ob ich einen Hasen anlege, weil je nachdem, wie mehr gegenüber von der Straße jetzt gerade so einen Konferenzsaal von einem Hotel und manchmal bin ich auch schon in der anderen Hase bei mir, gehe Teewasser heiß machen und habe dann gesehen, hoppla, die sehen wir gerade in der Küche, im wahrsten Sinne des Wortes. Darum Trennhase anlegen, abends Tee machen und zuerst starte ich den Tag mal mit einem grünen Tee. Wegen der Lungenliga sage ich jetzt nicht, dass ich meistens mit dem ersten Tasse Grüntee noch ein Zigarillo rauche, so zum Wachwerden. Wenn ich Zeit habe und es gemütlich ist, das muss ich natürlich zuerst schon duschen, Grüntee und alles parallel. Und so. Aber das ist so die gemütliche Version gesehen, Grüntee. Vor 20 Jahren hat alles angefangen. Und was hat dich angetrieben damals, den Weg zu gehen? Also jetzt bist du ja immer noch Moderator, einfach 20 Jahre erfahrener und öfters bucht. Faltiger! Ja, zum Glück auch teurer als vor 20 Jahren, das muss man ja auch noch sagen. Also ich muss noch mal ganz so viel arbeiten, um gleich noch das Haus abzahlen und den Tank füllen oder so. Nein, was hat mich damals angetrieben? Damals hat mich wirklich angetrieben, dass ich für das Publizistikstudium an der Uni Zürich ums Verrecken beim Aufbaustudium brauchst du so ein fucking, also ich weiß nicht, ob das heute noch so ist, Praktikum, ich glaube 200 Stunden oder so, und ich habe mich dort überall beworben und habe halt schon etwas wählen, was mit Medien zu tun hat. Da habe ich bei sogar im Appenzeller Volksfreund, das ist unser Käseplatz Appenzell, gemeldet, die mich nicht wählen. Ich glaube, irgendwie bei der Glückspost, bei der SI, beim Radio Zürichsee, beim Radio, Radio Z hat es, glaube ich, damals noch gegeben. Das gibt es heute auch noch mal, gell? Das ist heutige Energy. Oder so. Ja, Exzience. Ich mache das ja schon seit 7 Millionen Jahren. Alles, was es gegeben hat, als ich angefangen habe, gibt es meistens jetzt. Der Weltstar aus Appenzell, oder? Ja, der Sie bis ich aus Appenzell, ja, genau. Ja, und für das Praktikum habe ich mich einfach beworben und dann ist das Inserat ist noch angeschrieben gewesen, wir suchen neue Gesichter für, und es ist nur der Projektname gewesen, Swiss, nämlich 2S, Hits,
Swiss Hits. Und sie heisst, es ist ein Musiksender. Dann haben wir die Bewerberin gefunden, ja, wenn sie neue Gesichter suchen, dann können sie nicht ablehnen, aufgrund von, du hast noch zu wenig Erfahrung. Ist dann auch so gesehen. Ich hatte aber müssen, wie alle anderen, an ein Casting im McDonald's. Da hat es irgendwie Tausende von Leuten gehabt. Also ich habe dort wirklich geflucht, weil ich bin schon 21 gesehen oder so. Und die meisten Bibeli sind so 16 gesehen, so Teenie-Buben und Mädchen und so. Und ich habe mich schon verarscht gefühlt, weil ich gefunden, die haben mich eingeladen, zum quasi vorsprechen oder kommen. Und ich habe gemeint, ich komme jetzt, muss vielleicht eine Stunde warten, und dann bin ich dran. Ich geschlagene 4 Stunden gewartet, bis ich endlich dran gekommen bin. Ich fand, ja, der Zug ist eh abgefahren, bei all diesen durchgeknallten, huren Teenies, wird das eh nicht. Also Backstreet Boys Fans damals noch, oder? Ja, ich glaube schon. Take That ist eine grosse Zeit gewesen, damals und so. Halt einfach alles. Nicht, dass ich die Musik nicht gehen kann, aber ich habe einfach gefunden, in dem hohen Kindergarten habe ich jetzt echt nichts verloren, weil ich bin eben von den Älteren gesehen. Und eben mit 21. Also wie man vorher mit dem Kind gehen. Und habe dann auch gefunden, ja, das wird eh nichts, wenn die der, ja, weiss auch nicht, 12-Jährige suchen, wird das ein bisschen schwierig. Und dann haben sie aber angerufen und dann bin ich in die zweite Runde gekommen. Und dann habe ich nochmal antraben und dann sogar in die dritte Runde. Und ich glaube, beim dritten Mal hat es geheißen, du bist dran. Und dann bin ich mit den ersten 14 Witches gesehen, was am Anfang hatte. Da hat es ja noch unhure viel gehabt und es sind dann immer weniger geworden. Und das ist auch immer cool. Man sieht, was aus denen jetzt geworden ist. Nadja Zimmermann ist dabei gesehen, die kennt man. Zanja Ristic ist dabei gewesen, die kennt man jetzt mehr aus dem Tanzbereich. Der Viet Dang ist dabei gewesen, der ist heute irgendwie Choreograf, glaube von der Shakira und von der Beyoncé und Leckermarsch. Also der hat auch irgendeine Laufbahn. Der war meine Konkurrenten gewesen. Ja, der ist einfach dann auch aufgenommen. Der ist einer von den ersten 14 VJs gewesen. Der Max Long ist zuerst zweite Generation gewesen, der ist nicht bei dem Anfangsprozedere gewesen, sondern dann ein Jahr oder zwei später dazu. Aber der Max ist auch so einer von unseren Swiss Music Television Talent. Also es ist schon spannend, dass aus diesen Leuten alles geworden ist. Da hat es einen Haufen, die jetzt im Radio arbeiten und. Und ja, irgendwie bin ich beim Fernsehen hängen geblieben, aber ich bin halt ein Trostpreis. Hör mal auf, Trostpreis. Du bist ein erfolgreicher Moderator. Man kennt dich als Liebling der Nation auf dem Bildschirm, würde ich jetzt behaupten. Nein, das ist Nick Hartmann und Sven Epine sind Liebling der Nation. Aber SRF, wieso sieht man dich nicht auf SRF? Oder nicht mehr? Du hast mal als Aussenmoderator bei Eigenmönch und Kunz, ja. Haben wir dich ganz kurz gesehen da. Bei Eigenmönch und Kunz und nachher bei Eigenmönch und Meier. Und dann ist Anna Meier auf Deutschland, darum haben sie die Sendung abgesetzt und somit ist mein Job weg gewesen. Und dann bin ich ja, bin ich immer noch bei Swiss Music, damals hat es dann schon Viva Schweiz oder so gesehen, aber gleichzeitig auch noch bei TVO. Und das hat mich dort ein bisschen gerettet, der Job bei TVO, sonst wäre ich wahrscheinlich verhungert oder so. Und seitdem nie mehr. Und jetzt natürlich nicht beim SRF, weil ich auf 3 Plus Bauerledig Sucht moderiere. Weil das SRF hat ein bisschen Berührungsängste mit Leuten, die beim Privaten arbeiten. Unglaublich. Also, das ist meine Empfindung. Ich weiß nicht, ob es so ist. Christa schafft ja auch mit mir. Du bist das Aushängeschild. Ich sehe Millionen von Leuten regelmässig. Oder? Millionen bin ich im Fall nicht sicher, aber ein paar Leute schaue ich da mal zu. Aber da verpasst doch, und jetzt wird es ein bisschen politisch, da verpasst doch SRF einfach eine ich Chance. Ich glaube nicht, weil den Leuten ist das so völlig egal. Die begreifen zum Teil nicht einmal, also die haben dann auch manchmal das Gefühl, irgendwie beim SRF gesehen, obwohl es Bauerledig suchen. Also okay. Den Zuschauerinnen und Zuschauern ist das grösstenteils egal. Mir geht es gut und ich bin eigentlich froh, weil das SRF ist halt schon auch ein bisschen... Staatsbetrieb, ist das ein Schimpfwort? Das ist überhaupt nicht angriffig gemeint oder so, aber es ist schon ein Staatsbetrieb und so. Und jetzt mit meiner GmbH, die ich habe, und 3 Plus, die mich quasi dort als Freelance, einfach die kaufen mich ein pro Drehtag für den Bauer. Ich bin selbstständig, mache mein Zeug, kann gut überleben. Also von dem her bin ich mega happy. Ich weiss nicht, ob das noch gut geht mit dem SRF. Ich glaube, die würden mich nicht wahnsinnig toll finden und ich sei auch nicht. Einfach von der Arbeitssituation. Wäre das wegen einem Stempel, ein Ort? Ein Stempel wegen Bauerledig sucht? Ja, jetzt ist schon so. Jetzt finden sie, glaube ich, das Gesicht von 3 Plus, wenn man nicht will, da verwechselt man es fest. Christa macht ja vieles und ist nicht so Bauerledig gesucht, sondern ist einfach bei 3 Sendungen einmal dabei. Und darum geht es, glaube ich, bei ihr. Aber ich weiß nicht, vielleicht ändert sich das auch noch. Also wenn es den Sender 2019 noch gibt, sind sie vielleicht ein bisschen entspannter. Und sonst schauen wir alle weiter. Sonst schauen wir weiter, bis die Moderatoren, die jetzt sind, auch noch in 20 Jahren moderieren, die 5. Hä? Oder vielleicht haben sie in 10 Jahren noch ein neues Gesicht. Nein, jetzt ist es ein bisschen politisch gewesen. Das tönt so verbittert, sagt meine beste Freundin, bei der SRG schafft. Wenn ich einmal irgendetwas disse, sagt sie, Marco, das tönt jetzt ein bisschen verbittert. Ganz genau. Und wir sind ja beide, oder? Froh mit dem, die verkannte Genie. Wir sind die verkannte Genie. Nein. Wir sind nicht auf andere angewiesen, sondern wir machen unser Ding. Das finde ich auch super. Also ich finde das wahnsinnig cool, wie du das so machst und wie du da so durchpower ist. Also da muss ich auch sagen, Respekt. Danke dir. Bei dir ist es stetig aufgegangen, oder? Und wenn du jetzt zurückschaust, Marco, gibt es einen Moment, Hand aufs Herz, wo du musst sagen, da habe ich beissen müssen?
Da hat der Morgan Fritsch, muss ich sagen, ja, ist das, also, das richtig, was ich mache? Oder wo geht es weiter? Anna Meyer, wo ist dort, wo sie, ich weiß gar nicht mehr, wie das geheißen hat, You Can Dance oder irgendwie, ist auch so eine Tanzsendung, eine von der ersten, und wo sie dort so sagt, es Deutschland ist, hat sie mit mir noch ein Mittagessen gemacht und hat sich quasi entschuldigt, weil ihr schon bewusst war, wenn sie geht und die Sendung eingestampft wird, wird auch mein Aussenmoderatorenjob eingestampft. Und da habe ich schon, also erstens ein bisschen leer schlucken, weil ich auch gefunden, ja, also das wird jetzt nicht besser mit dieser Schritt für Schritt ein bisschen mehr und ein bisschen bekannter, wenn einfach gerade der Ast jetzt abgesägt wird. Aber ich glaube, im Nachhinein ist es sehr gut gesehen. Und das ist das einzig Schöne am Alter oder langsam alt werden, dass man so im Rückblick sieht, ja, dort, wo man das Gefühl hat, das sei jetzt eine Katastrophe, hat sich es dann herausgestellt als eigentlich grössere Chance, als man je können vermuten. Und man wird auch ein bisschen entspannter. Also das ist schon das einzige. Du hast jetzt ein paar Mal das Alter angesprochen. Offenbar beschäftigt dich das. Also wenn du jetzt dein Alter nach Belieben könntest ändern. Ich kann jetzt aber erst, ich kann jetzt nicht bald deinen Geburtstag und immer kurz vor dem Geburtstag Schütz. Beschäftigst. Nein, Stehbock. 8. Januar. Also, aber jetzt gleich, wärst du dann lieber jünger, so wie jetzt, oder älter? Weißt du, du könntest nach Belieben wählen. So ein Nein, also machen. Ich fühle mich jetzt also schon genau richtig, so wie ich jetzt bin. Also das mit dem Jünger habe ich ja schon gehabt und das mit dem Alter kommt hoffentlich noch, bestenfalls. Sharon Stone hat gesagt, älter werden ist besser als sterben. Finde ich, oh, da hat sie recht. Und ja, aber man macht sich aber schon so Gedanken, weißt du, so über 40 findest du, ja, mache ich jetzt das echt noch bis 65? Und da setze ich ein grosses Fragezeichen. Aber also unser Job, noch... ganz ehrlich, unser Job, oder? Ja. Das können wir doch machen bis, weißt du nicht. Also weißt, bei mir ist also die Frage, Bauleitung sucht, läuft ja immer so gut, wie es läuft. Das Jahr ist super gelaufen, quotenmässig. Und sobald es quotenmässig noch mal so gut läuft, wird der Sender auch einstampfen. Das passiert relativ schnell beim Fernsehen, da weißt du auch nie. Und darum überlege ich mir schon, angenommen, es würde jetzt noch die nächsten 10 Jahre laufen, will ich es denn wirklich noch? Also dann habe ich 20 Jahre von meinem Leben Bauerledig Such moderiert. Das ist dann aber schon noch krass. Und das muss nicht einmal schlecht sein, das ist gar nicht wertend gemeint, aber man überlegt sich dann einfach, will ich das? Man muss sich in dem Job vor allem immer fragen, will ich das wirklich? Weil manchmal macht man es einfach, ja, weil es jetzt halt gerade so gut läuft, wie es läuft. Und da macht man sich wirklich zu wenig Gedanken, was man sonst noch alles machen sollte. Und ich bin aber nicht so engagiert wie du, der einen Pott macht oder so. Ich bin so eine faule Sau, die genau nichts macht, ausser meine Eventmoderationen und Bauerledig sucht. Und sonst geniesse ich einfach das Leben und kann auch mega gut einfach nichts tun. Ich bin so gerne daheim zu Appenzell, mache einfach nichts. Also ich lese, schaue irgendwie Netflix, bis mir die Augen fast blüht. Und so. Also ich kann sehr gut hängen. Ich würde in der Wiese hocken und so. Ja, ich bin aber nicht sicher, ist das jetzt schon eine Depression? Vor allem so im Winter frage ich mich, ist das eine Winterdepression oder ist das noch entspannt chillen? Und ich glaube, es ist entspannt chillen. Ich will, glaube, nie in meinem Leben ein Burnout haben, einfach weil ich so eine faule Sau bin von Natur aus, dass wenn ich nicht muss, und ich arbeite meistens mehr, wenn ich mega am Stress bin, sobald ich nochmal so wahnsinnig viel Stress habe, fange ich automatisch an, aber schalten und geniesse es dann einfach sehr viel mehr als die meisten, die ich kenne. In deiner Karriere hast du sicher schon über 1735 Moderationen gemacht. Gibt es in dieser Anzahl, weißt du, von einem kleinen bis zum grossen Event, von der Fernsehkiste bis zum Radiointerview, irgendeinen schweren Moment? Oder vielleicht so einen, wo du sagst, das war der schwerste Moment gewesen? Einer, der, weißt du, wie einbrennt im Hinterkopf, aber irgendwo also noch beruflich, schlummert. Beruflich jetzt. Ja, das ist Moderation gesehen, die ich machen musste, um quasi verkünden oder ein Publikum, das ja nicht daraus kam, erklären, dass unser Bauer, der Franz, der Säule Franz, der ist gestorben. Und das ist wirklich etwas, weil ich gefunden habe, boah, bei so Sachen, die so ernst sind und jetzt gerade das Format Bauerledig sucht, ist ja so ein bisschen mehr Jubel, Trubel, Heiterkeit oder Friede, Freude, Eierkuchen mit ein bisschen Zwist und ein bisschen Drama, aber ja nicht zu viel. Und das ist dann einfach, wenn dann das Leben so knallt, hat, so puch, drauf reinbrätschert, ist es dann fast ein bisschen zu viel. Echtes Leben für so eine Unterhaltungssendung, wo es halt schon auch ist. Und dort habe ich mich schwer getan. Und ja, ich habe es immer so, wenn ich so Zeug muss sagen. Und ich habe schon leider in meinem Leben schon 2-3 Abdankungen von Leuten, die ich sehr gerne habe. Ich bin wirklich ganz schlecht bei so Zeug. Also ich bin so nah am Heulen. Allein schon, also ich habe jetzt schon wieder Hühnerhaut. Ich muss nur meine Stimme so in, jetzt überlege ich mal und bin nicht so am Ha-ha-ha-hi-hi-hi-mässig moderieren. Dann nennt es mich selber fast. Und darum sage ich immer, so Zeug muss man bei mir einfach auslösen, da bin ich nicht gut dran. Und das ist wirklich die schlimmste und die strengste Moderation gewesen. Aber wir haben sie müssen machen, weil die Sendung musste raus und man hat das irgendwie im Publikum erklären, sonst wäre es noch pietätsloser gewesen. Weil wir haben Bilder gehabt von einem Zusammenschnitt und man hat den Franz gesehen und er ist aber eigentlich schon da gewesen. Und dann habe ich gesagt, ja, aber das können wir so nicht lassen. Also es ist genau so, alles sehr kurzfristig und Produktionsstress und überhaupt.
Und dann haben wir das dann einfach so machen müssen, oder ich habe es dann am Schluss so machen. Und das habe ich gefunden, das ist etwas vom... Das mache ich einfach nicht gerne, das liegt mir nicht. Das ist der Nachteil eigentlich dann auch von dem vorproduzierten Format, oder? Dass ja. Dann musst du etwas nachreichen. Ja, und es ist eigentlich nicht einmal, ist nicht einmal so gewesen, wir hatten nur einen Rückschlag gehabt, weil sie sind von allen anderen Bauernpärchen von diesem Jahr, welches ist das beliebteste Pärchen oder das, was man am liebsten hat von den Bauern selber. Und dann haben sie Franz und Erika gewählt. Und unterdessen ist der Franz gestorben gewesen. Und das ist dann wie, das ist wie so saublöd gewesen. Und dann hat man das wie müssen erklären, damit die Leute nicht finden, hey, spinnen die. Also die, was weiss sind, dass er tot ist, finden, geht es denen nicht gut. Und darum haben wir das so ein bisschen wie müssen abfangen. Und das habe ich gefunden, das ist einer der gröberen, unangenehmeren und strengsten Momente gewesen. So, nach diesen Tiefpunktfragen möchten wir ein bisschen Holz nachlegen im Feuer, oder? Aber nicht noch tiefer. Also ich finde, das ist tief genug. Ja, eben. Und jetzt legen wir es Blicke rein. Okay. Und jetzt geht es um deinen Erfolg. Was bedeutet für dich Erfolg? Jetzt gerne nochmal einen Schluck trinken. Erfolg bedeutet für mich, dass so das Tagesgeschäft läuft. Also weißt du, im Leben eben Haus abzahlen. Schöne Hütte, umgebaut, ja, mit in Appenzell, Baujahr 1689, okay. Ja, about. Und eben schwer renoviert und so, und die nächsten 10 Jahre muss ich Bauerledigsucht noch machen, oder so, also etwas Lukratives, weil sonst ist die Hütte nie meine. Jetzt gehört sie noch vor allem der Appenzeller Kantonalbank, mit freundlicher Genehmigung darf ich drin leben. Nein, ich bin einfach noch am Abzahlen. So. Geht mir ähnlich. In Schmerz. Geil, ja, aber du hast noch 2 Buben, das ist natürlich, da kommen dir noch einige Kosten auf dich zu mit 2 Kindern. Oder wie wir sagen, jetzt ab und zu Gofen. Genau. 2 Gofen, dann bist du auch fast ruiniert. Nein, wenn das so allerdings Grundrauschen mal einfach läuft, ohne dass du mir Sorgen machst und in der Nacht nicht schlafen kannst, findest du, hey, scheiße, wie zahle ich das? Also das finde ich eine grosse Freiheit und das ist für mich Luxus. Und Glück? Ja, also weißt, Glück sind für die Moment. Mhm. Glück ist jetzt nicht so eine Woche lang geht. Glücklich sein oder so, finde ich, immer so eine Momentaufnahme. Wenn du wirklich ein gutes Leben hast, hast du einige und einen Haufen, bestenfalls glückliche Momente. Ich finde mehr so zufrieden sein, lange mehr vollkommen. Also ich bin immer ganz glücklich, wie man landläufig sagt, wenn ich das Gefühl habe, jetzt bin ich zufrieden. Jetzt fehlt es mir nichts Materiellem, jetzt fehlt es mir nichts Emotionalem. Läuft bei mir. Und bei uns geht es, also wir haben es wirklich extrem gut, oder? Ja, und also, wenn man jammert, jammert man auf wahnsinnig hohem also Niveau. Wenn du so in der ÖV schaust, ja. Bis dort höckeln die Leute. Ja, das ist schon. Aber weißt, ich verstehe es auch, es gibt halt schon Leute, die einen Job haben, die wirklich, wir haben es cool, oder wir haben das Glück, wir finden unseren Job cool und wir haben Freude daran. Genau, und vielleicht hört jetzt jemand von denen, die im Zug höckeln, ja genau, uns ja, zu. Und wenn du einen Job musst machen, weil es halt, es gibt materielle Gründe, so, dass man den Job, den man macht, muss machen und der schießt dich hurra, dann überleg nochmal, ob es doch irgendeine Chance gibt, dass du etwas kannst machen kannst, um deinen Lebensunterhalt zu bestreiten und trotzdem ein bisschen Freude haben. Das fände ich schon wichtig. Du bist mit Bauern unterwegs seit 15 Jahren, wie Bauerledig gesucht. Was bedeutet die Heimat? Also ich meine, nicht ganz 15 Jahre, aber bald oder? Ja, ja. Und lebst du mit im Appenzell? Und hast da schöne Klamotten an, wie du sagst. Also ich meine, Same, hey, Bauern und Appenzell, das Same. Schweizerismus schlaft, wenn man dich nicht so auf einem Plakat... Aha, ja, nein, ich finde, da braucht es gar nicht. Nein, ich finde, da braucht es überhaupt nicht. Nein, nein. Patti Basler hat mich zusammen geschissen und gesagt, oh, du wirst so als Bauernsohn verkauft und so. Dann habe ich gesagt, hast du jetzt Bauernsohn oder Hurensohn gesagt? Das hat sie nicht Bauernsohn, weil sie ist eben ein Bauernmädchen. Das finde ich auch immer so schön, wenn in der Schweiz die Leute anfangen zu streiten, wer mehr Bauernbezug hat. Aha. Und ich sage, mein Papa ist gelähnter Bauer, er hat aber immer als Metallarbeiter geschafft und alle meine Onkel sind Bauer und meine Mutter hat 12 Geschwister, also das sind wirklich ein Haufen. Und ich bin nicht auf dem Bauernhof aufgewachsen, aber meine Grosseltern haben beide einen Bauernhof gehabt, mein Lieblingsonkel, den wir quasi immer gesehen haben, gehofen. Und darum ist mir das Bauernleben sehr nöch. Und du aber bist auch drum weg von dem urbanen Zürich, wieder zurück in idyllische Gefilde auf Appenzell. Ja, einfach weil ich schon gemerkt habe, dass ich so einen Hewe-Appenzell gesehen. Also ich bin eh viel wieder zurück und daheim gesehen. Und dort findest du deine innere Balance einfach? Mir ist es einfach wohler dort. Also ich finde es super cool, dass ich auch ab und zu zu Zürich sehe. Also so ein bisschen Fick und Mölli, finde ich schon noch... oder eben auch ein Luxus. Aber wenn ich mich entscheiden müsste, wäre ich nur zu Appenzell, weil nur zu Zürich ging es mir nicht lang gut. Das wäre wie falsch für mich. Ich bin halt ein Landpflänzchen. Du lebst im Jetzt und das sehr erfolgreich. Wie siehst du dich in 10 Jahren? Boah, das ist jetzt wieder eine Frage. Ja, vielleicht habe ich in 52 wirklich eine Depression, weil ich 52 bin. Das weiss ich jetzt wirklich nicht. Ich hoffe, dass wir dann in Würde Bauerledig sucht abgeschlossen haben und hoffentlich alle ledigen Bauern und ledigen Bäuerinnen am Mann respektive an die Frau gebracht haben. Und dass noch irgendetwas anderes Geiles kommt, was ich auch cool finde. Weil es gibt ja schon noch so ein paar Sendeformate, die mich interessieren würden, die ich cool finde.
Aber das ist bei dem Job halt schon immer eine Frage, richtige Zeit, richtiger Ort, richtiger Sender. Also da braucht es relativ viel, was man nicht wirklich selber beeinflussen kann. Da bin ich aber immer sehr optimistisch, weil meistens habe ich immer das bekommen, was ich wollte, oft mit Verspätung von 2-3 Jahren. Aber ich darf mich nicht beklagen, es ist meistens alles gekommen, was ich mir gewünscht habe. Auch wenn ich es manchmal schon vergessen habe, dass ich das überhaupt einmal wählen. Aber ich komme nicht zu kurz im Leben. Mehr muss man wirklich keine Verbarmen haben. Ein riesen Privileg und für mich auch ein mega Glück, dich zu treffen. Gibt es noch etwas, was du da willst sagen, den Hörerinnen und Hörern, die jetzt am Innenlauschen sind? Ja, hört einfach alle zukünftigen Podcasts von Salis trifft und schaut, dass der Mann mal auch irgendwo eine coole Sendung macht. Wir müssen eigentlich zusammen mal so eine Talk-Diss-Sendung machen. Ich finde, in der Schweiz gibt es zu wenig Sendungen, wo man böse ist mit den Gästen. Man ist immer sehr nett. Ich kann es auch gar nicht so. Also, aus der Roger Schawinski sind ja alle lieb mit ihren Gästen. Der Schawinski übertreibt es damit auf die einen Seite, finde ich. Es gäbe so mehr so ein bisschen das Zeugeln, die Leute ein bisschen herausfordern. So. Und in welche Schiene tust du jetzt meine Sendung? Nein, eben, man muss immer so Good Cop, Bad Cop. Und das könnte man auch abwechseln. Das finde ich auch schön, wenn der Gast nicht von Anfang an weiss, welcher heute böse ist und welcher der nett ist. Das heisst, ich dürfte in 10 Jahren also nochmal anrufen, wenn man die Sendung Bauerledig sucht, super abgeschlossen hat. Hä? Ja, das dann machen wir. Dann wir das nochmal miteinander anschauen. Super, finde ich eine gute Idee. Ja. Marco, herzlichen Dank. Wir haben es jetzt hier auf Band. Das ist für immer und ewig. Oh, es hat es jemand gehört? Oh, jetzt ist es verewigt. Es hat mir eine riesen Freude gemacht. Marco, danke dir vielmals. Hast du dir Zeit genommen? Und gerne, dir auch Vergnügen gesehen. Alles Gute. Wir gehen uns jetzt die Hände, das sieht man halt nicht auf dem hohen Podcast. Ciao, mach's gut. Tschüss, du auch. Danke vielmals. Salis trifft. Die Podcast-Show mit bekannten Schweizer Persönlichkeiten. Präsentiert von Gianfranco Salis. Das ist der Podcast Salis trifft. Wenn dir die Folge gefallen hat, dann schenk mir doch bitte deine Bewertung auf iTunes und hinterlasse mir einen kurzen Kommentar. Ich freue mich auf dein Feedback. Vielen Dank für deinen Support und bis zum nächsten Mal.